So Leute, wir gehen jetzt frühstücken. Ja, okay, Sunny. Fabian. Marmelade und Käse, Salam. Ich mein's ernst. Auch ein guter Croissant. Das findest du lecker? Ja, mega. Ja, guck mal, was David ist. Das ist lecker. Geheimtipp. Okay Leute, comment below. Was sagt ihr dazu? Below. Soll ich ihm schreiben, dass wir 10 Minuten zu spät kommen? Ach, schreib ihm das. Nein. Schreib ihm erst, wenn wir zu spät sind. Ah, komm jetzt, übertreib mal nicht. Nein, du solltest schon schreiben, aber das rechnet schon mit an. Schreib nicht, wir sind zu spät. Jo. Dann wir sind um 5 nach. Oh. Das kann man nicht sagen. Genau, richtig. Und ihr müsst leider, weil der. Ihr müsst in den sechsten Stock hoch, also raus zum Penthouse und dann. Warte mal. You're tuned in to Smart Entrepreneur Radio, your weekly work-life game changer, where Matthew Mockridge will help you understand how world-class performance is really constructed. So spend your time on Smart Entrepreneur Radio with Matthew Mockridge. Yo, was geht ab? Ich bin Fabian. Matthew, hi. Kennst du den? Bitte. Danke. Moin. Grüß dich, Mann. Jungs, alles gut? Ja? Du bist in Kanu gefahren? Nee. Oh, wir haben gar nichts gefahren. Nee? Müssen wir erstmal rauskommen. Alles gesperrt, ne? Alle Straßen mitten im Flieg. So, ja, klar. Wegen Umzug und so weiter. Ihr führt euch rechts zu Hause. Die Gläser sind hier. Ja. Hier rechts ist Wasser. Genau, wir sind zum Glück. Das war's. Ja, das ist das Team dahinter. Er ist der Fotograf in der Runde. Er macht die ganzen Fotos. Er ist der Connector. Macht er gut. Okay, ohne Scheiße. Das soll jetzt nicht falsch klingen, aber ich kriege immer wieder mal solche Anfragen. Aber deine war irgendwie, das war irgendwie legit. Und man guckt halt dann immer kurz. Und das war so der Seller, wo man sagt, Alter, fuck, das ist irgendwie nice, was die machen. Also die Arbeit spricht für sich, ist echt schön. An die Alza und so, das haben wir dann alles festgehalten. Und dann sind wir direkt danach nach Köln gefahren. Durch. Und dann waren wir hier angekommen, haben schnell die Wohnung belegt. Und dann sind wir mit ihr durch Köln rum, zu Fuß. Hat uns ein bisschen die Stadt gezeigt. So Brücke. Stadtführung gegeben und das haben wir dann einfach gefilmt. Hast du Der perfekte Wurf geguckt? Nee, was ist das? Die Doku von Dirk Nowitzki. Ich hab die angefangen auf Netflix. Mega, ist der ja. Ja. Leute, wir sind jetzt mit der Story-Session fertig. Matthew hat gekillt. Und Flo auch. Und wohin gehen wir jetzt? Wir fahren nach Ehrenfeld. Das ist so ein bisschen das Berlin von Köln. Und da gibt es einen ganz geilen Thailänder, wo wir immer gerne hingehen. Aroy D heißt er. Fresh. Hast du schon Hunger, David? Eat fresh. Unnormal. Flo lacht, aber er hat auch so Hunger, ne? Flo hat ein Loch im Magen. Wird er es in dieser Folge noch stopfen können? Du schreibst Matthews Traumauto. Ja. Ist Matthew wirklich damit zur Schule gefahren? Ich? Und dann machen wir eine die beiden Jungs die sind auf jeden Fall der korrekt. Sie haben uns gerade zum Essen eingeladen. Und so haben wir ein Wechselspiel. Das heißt, Matt sagt, wow, heute geiler Tag. Und ich sag, ich hasse mich, ich bin Müll, ich bin Abfall. Und so kommen wir ganz gut. So vom Spiegel zweimal, wir stellen irgendwie und gehen wieder. Normalerweise müsste mal angekündigt werden. Ja, okay. Ja. Das ist unser Thumbnail for the ladies. Und Matt, ist das angenehm mit uns zu arbeiten? Sehr, das ist absolut großartig. Oder ist das komisch, wenn man so beobachtet wird? Nee, es ist alles entspannt. Ich frage mich nur, was die ganzen anderen Leute denken, was wir hier drehen. Oh, was mit dir? Nimmst du mit oder? Nee, ich guck nur. Ich dachte schon, als ihr Flo gesehen habt, dachte ich so, fresh, hier kann man offen reden. Ja, weil dann nach 5 Minuten direkt raushaut. Du halt einfach offen sprechen kannst, ne, die ganze Zeit. Also, machst du das vielleicht immer so, dass es wegen uns jetzt, ganz ehrlich? Nee, ich gehöre zum Morning Routine. Ich hatte ja erzählt, ich stehe morgens früh auf, ich meditiere dann und ich schreibe dann mein Journal und ich gehe ins Gym. Das heißt, wir haben Gym, wir haben Journal. Ab jetzt muss ich Podcast hören, vielleicht kommt so ein Shoutout. Shoutout an die Tessa Jungs. Ja, noch real. Haut rein, Mann. Brauchen rein, Boys. Ciao, der Heimfahrt. Komm safe nach Hause. Danke. Ciao. Vielen Dank für alles. Ciao. Danke dir.
neue Funktion. So, Mercedes, und wie einfach wäre das jetzt gewesen, hätten wir einfach den gesponserten Viano von euch. Hashtag, wir warten immer noch Mercedes. Wir müssen hier jedes Mal, verlieren wir 20 wertvolle Minuten, weil ihr uns noch keinen Viano gesponsert habt. Mercedes, es könnte so einfach sein. Überall könnte euer Logo zu sehen sein, auch wenn es jetzt verpixelt ist. Mensch, Mercedes. Ja, Jungs. Zwei Drehs an zwei Tagen. So. Check. Luisa, ganz entspannt, super chillig, super cool, super Mädel. Auch ihr Freund Ben, The Realness, David Puntis, check ihn aus, DJ. Einfach, die Chemie war 1-1-100, die war 1000 und das war schon geil. Deswegen machen wir das, nicht für uns, für euch, die Leute kennenlernen, zeigen, wer sind die Leute, mit denen abhängen, ein bisschen euch näher bringen, was eigentlich abgeht und ja. So, take a second look, guys. Vorsicht BMW. Okay. Es tut mir echt leid. Also jetzt okay, Witter hat gerade darüber gesprochen, dass wir uns immer gegenseitig unterbrechen und dann hat David sprayed, während Witter das sagt. Hat er ihn einfach unterbrochen. Wegen eines Hundes. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte, weil der mich unterbrochen hat. Du wolltest erzählen, dass du häufig unterbrochen wirst, während du unterbrochen wurdest. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ich fahr da mal los nach Hamburg. Jungs, heute ist Wochenende. Ich bin dankbar für jeden Tag, den wir zusammen erleben. Für alles, was wir zusammen machen. Es war real, die Zukunft wird realer.